Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 5 auf Stufe 6 zu kommen, müssen wir 30 Gegner mit einer Feuerwaffe töten. 4 Gegner mit einer zweimal vier Gegner mit einer MP oder einer Pistole ohne nachzuladen. Zweimal Gegner in weniger als 5 Metern Entfernung töten. Und 3 Gegner ohne entdeckt zu werden. Gut, das ist ziemlich... klingt relativ easy. Ja, machen wir. Hallo? Vorsicht, wir werden angegriffen! Nein. Oh, das war schlecht. Steht ja nur ohne Nachladen. Darf ich die Waffe wechseln? Normalerweise steht ja immer dabei. Oh mein Gott, warum ruckelt das gerade so? Holy shit, was ist da los? Und warum war die Hä? Ich check's nicht. Ich muss nicht verstehen, warum da die FPS höher waren, als ich eingestellt habe, dass die gehen. Ich habe ja extra eingestellt, dass die FPS maximal auf 60 gehen. Weil die Aufnahme ja auch mit 60 FPS läuft. So, das waren 3 Gegner ohne entdeckt zu werden. Jetzt noch ein Gegner und dann haben wir die 4 Gegner ohne nachzuladen. Einmal. Und vielleicht können wir das mit dem einen Gegner aus weniger als 5 Metern Entfernung kombinieren. Das wäre sehr schön. Hallo, gibt's hier Gegner in diesem Gebäude? Hallo, hallo, hallo. Ich würde gerne pfeifen können oder so. Aber man kann ja Kugeln werfen. Ah, da ist ein Gegner. Gegner. Hallo, Gegner. Nein, du hast gar nichts. Gut. So, dann haben wir einmal 4 Gegner ohne nachzuladen. Und nochmal kriegen wir das natürlich auch hin. Hä? Was? Wer hat denn da... Wer konnte denn da irgendwas mehr? Ach, da hat jemand eine Leiche entdeckt. Haben wir hier einen Gegner, den wir sehen können? Nee? Ja, nein, vielleicht? Ah, dann gehen wir jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger vor. Als ob. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht allein sind. No shit, Sherlock. Es war ein Selbstmord. Ah, nee, doch nicht. Okay. So, wo ist denn der Sherlock Holmes hier, der das Gefühl hat, dass sie nicht allein sind? Hier? Nee. Ah, da. Sherlock 1, Sherlock 2. Fehlen nur noch die beiden Watsons. Vorne ist eine Kiste. Mein Gott. Deine Schallplatte hängt. Hm. Aber ich finde den Typ nicht. Der steht bestimmt auf dem Dach. Ich fühle mich hier... Ich bin paranoid. Ich höre überall Stimmen und sehe keinen. So. Gleich werde ich bestimmt weggesniped oder so. Ich kenne doch mein Glück. Da. Watson 1, Watson 2. Und da brauchen wir nur noch 21 Gegner. Okay, die sind definitiv in der Nähe. Ah, meinst du? Da stimmt was nicht. Ich sollte mal nachsehen. Ja, komm du mal nachsehen. Begrüße ich sehr, würde ich sehr begrüßen. Da ist keine Treppe. Da ist die Treppe. So, da waren es nur noch 20. Hat der zufällig Munition für mich? Ich habe so das dumpfe Gefühl. Ja, sehr gut. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass mir sonst gleich die Munition ausgeht. Denn
ich war nach der letzten Folge nicht mehr am Biwak. Warum wird die Munition hier angezeigt? Weiß der Geier, weil es ein Bug ist. Und der Bug ist schon drin, seit man das ausstellen kann, dass das angezeigt wird. Oh, hallo. Meine Güte, irgendwie sind die... An alle, sie greifen uns an! Was? Was? Ja, wer hat mich verpetzt? Irgendjemand da drin. Scheiße, ja, für dich. Scheiße, ich habe die Waffe nicht im Anschlag, heißt das, ja? Pech gehabt. Ein Scharfschütze auf dem Dach. Ich hoffe, er snappt mich jetzt nicht gerade weg. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Da ist er. Hallo. Oh nein. Oh, wir benötigen noch wie viele Gegner? 14. 14 Gegner finden wir hier vermutlich nicht. Schaut mal nach. Was war das denn? Ah, es sind sogar zwei. Guck mal nach. Ah, nein. Es gibt eine Stelle an meinem Mauspad, wo die Maus nicht reagiert. Da bin ich gerade drüber. Deswegen war das gerade so ruckelig. Ewig auf Regenschauungen, Mami. Ah, geht doch. Noch 11. Ich brauche unbedingt eine neue Mausmatte. Obwohl diese Mausmatte eigentlich schon neu ist. Aber man kriegt halt, was man bezahlt, ne? Hab halt nur, keine Ahnung, 5 Euro oder so bezahlt, 7 Euro. Boom, das war die Sache mit dem Mörser. Und die Mausmatte davor gab es geschenkt zum VR-Headset, das ich damals über Kickstarter unterstützt hab. Aber die hat echt lange gehalten, die war echt gut. Aber ja. Ah, ich denke, wir fahren hier einfach weiter. Hier sind eh nicht mehr genügend Gegner. Machen wir das hier vorher. Ach ja, und ich habe auch geguckt, wie man sich nochmal ins Fahrzeug reinbegibt. Es geht mit der Leertaste. Oh, hallo. Zack. So, und auf den Fahrersitz und ab geht's. Ich könnte die Mausmatte einfach umdrehen. Aber da steht der Tiger auf dem Kopf. Ich habe so eine Mausmatte mit so einem grünen Tiger drauf. Aber ich glaube, ich werde sie wohl oder übel umdrehen müssen. So, Drohne. Gegner. Ein Gegner. Fehlen noch 5. Da ist aber noch einer. Da. Oh. Na komm, steig aus. Der, wie ich jetzt warte, bis der nochmal aus der Deckung rauskommt. Ist garantiert hinter diesem Stein. Oder auch nicht. So. Damit hätten... Moment, der lebt immer noch, weil er Infos hat. Na? Voll die Hinrichtung. Noch 4 Gegner. Und dann haben wir es.
Und der Feldsanitäter ist bis jetzt ziemlich easy, muss ich sagen. Aber der Grind fängt ja auch erst so richtig an, so mit Stufe 8 oder so, 8, 9. Vielleicht auch schon bei 7, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die ersten Stufen halt. Ist nur einer. Lohnt sich nicht. Außerdem hat er uns ja eh schon gesehen. So. Ich kann da. Nein, das bringt nichts. Ich kann nicht nach hinten rausziehen. Glaube ich. So. Das war auch nur einer, ich weiß. Aber der hat ein besseres Auto. Oh. Muss ich aber auf der Beifahrerseite einsteigen, denn wenn ich auf der Fahrerseite. Rechts ist es am sichersten. Ich höre Stimmen. Machen wir das Ganze eben zu Fuß. Pfeifen auf das Auto. So, wie viele Gegner brauchen wir noch? 3, ne? Ja. Haben wir hier 2? Hä? Was? Okay, da sind wir auf. Ach, da waren 2 hintereinander. Ach, cool. Da sind wir also auf Rang 6. Nice. Das ging schneller als gerade erwartet. Das hat mich etwas überrascht, aber okay. Dann haut mir bitte ein Abo rein. Aktiviert die Glocke. Bewertet das Video mit einem Däumchen nach oben, vorzugsweise. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.